Gut, willkommen zum Vortrag Kind of Magic, CSS für Fortgeschrittene. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Daum. Ich bin 35 Jahre alt, habe mit meinem berühmten Namensvetter nichts zu tun, außer dass ich die Domain mit Bindestrich habe und er ohne. Nein, also ich habe nichts mit ihm zu tun, auch irgendwelche anderen Hobbys wie Koksen oder sowas habe ich nichts mit zu tun. Noch nicht? Nee, nein. Nein, da sind so wenig drauf, bitte nicht. Okay, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe meine ersten Schritte im Web 95 gemacht, noch damals mit einem 14K-Modem und solchen Spielereien. Habe dann auch meine erste Webseite irgendwo mit 17, 18 gebastelt. Seitdem hat sich wie ein roter Faden durch meinen ganzen Lebenslauf durchgezogen, dass ich immer irgendwas mit Web gemacht habe. Seit 2009 bin ich vollberuflich tätig im Bereich Web. Erst als Freelancer, dann später bin ich durch diverse Agenturen gegangen. Seit 2012 ist mein Schwerpunkt auf WordPress und seit 2014 bin ich Inhouse-Entwickler und Head of IT bei der Unique GmbH. Unser größtes Projekt, was wir haben, ist Urlaubsguru. Also wir haben dort diverse Blogs, wo wir eine komplette Redaktion haben, die diverse Schnäppchen raussuchen und dann an den Mann bringen. So viel ganz kurz zu meiner Person. Starten wir direkt los. CSS für Fortgeschrittene. Die Frage ist, warum brauchen wir sowas? Dafür habe ich mal aus einer Sache, die ich aktuell als Freelancer betreue, ein kleines Video gemacht. Das ist ein Teil aus der Navigation. Da wurde schlecht gearbeitet. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz zur Anmerkung. Ich habe dort eine simulierte Mobilfunkanbindung gemacht, damit man den Effekt, den man jetzt gleich sieht, deutlicher sieht. Man sieht jetzt, da bewegt sich die Maus. Da habe ich jetzt reingeklickt. So, und jetzt flackern auf einmal die Icons auf, weil jetzt gerade die Icons nachgeladen werden. Alleine für dieses Menü, ohne dass sonstige weitere Sachen berücksichtigt sind, für dieses Menü werden alleine 10 Grafiken geladen. Jede Grafik, die man in dem Standardzustand sieht, plus die 5 bei dem Hover-Zustand. Beim ersten Laden sieht man halt ein kurzes Flackern. Bei einer schlechten Verbindung ist das Flackern ein bisschen deutlicher. Bei einer guten Verbindung sieht man es aber trotzdem noch für eine knappe Zehntelsekunde kurz aufflackern. Ist eine relativ schlechte Praxis. Ich finde es ein bisschen, scheiße sagt man nicht. Also, ne, das hat so ein bisschen was mit dem Zeug in der Pampers von meinem kleinen Sohn zu tun. Tut man halt nicht. Und ich finde auch immer sehr, sehr amüsant, wenn man auf eine Agentur-Webseite geht, die versucht, einem Services anzubieten. Und die Agentur hat selber genau so einen Effekt auf der Seite drauf. Man macht es halt nicht. Dazu gehören dann halt auch noch andere Bad Practices. Bildwechsel per JavaScript ist schön und gut. Man kann auch preloaden und alles. Aber man hat einen riesen Wust an Code. Und das war in den Anfangszeiten, irgendwo in den späten 90er Jahren, war das die State of the Art. Hat heute, wenn man CSS und Ähnliches vernünftig unterstützt und vernünftig kann, nichts mehr zu tun. Bildwechsel ohne Sprite, habt ihr gerade gesehen. Falsche Bildformate. Die Tatsache, dass früher irgendwelche Leute Bitmap hochgeladen haben, wollen wir gar nicht mehr darauf eingehen. Es gibt halt dann doch das falsche Bildformat. Man kann, PNG hat Halbtransparenzen. Sollte man auch nur benutzen, wenn man Halbtransparenzen braucht. Das heißt, wenn Grafiken, die irgendwo Halbtransparenzen brauchen, nicht auf einem soliden Untergrund liegen. GIFs hat eine feste Farbpalette. Wunderschön für Sachen mit wenig Farben. Oder wenn man Animationen braucht. Alles andere ist ein GIF leider das falsche Format. SVG, Scalable Vector Graphic, ist der perfekte Einsatz, wenn man irgendwo wirklich eine Vektorgrafik, ein Logo etc. hat. Im Zweifel, wenn man es nicht besser weiß, ist ein JPEG meistens nie die falsche Wahl, weil ein JPEG sehr kompakt ist und eigentlich die Darstellung dort sehr sauber macht. Nicht optimierte Grafiken.
Ich denke mal, jeder, der schon mal mit einem Designer zusammengearbeitet hat, der es nicht besser weiß, kriegt auf einmal ein JPEG rübergeschickt, was 300 Kilobyte groß ist. Fragt man sich, warum? Öffnet das einmal in Photoshop für Web und Geräte abspeichern. Oh, das ist nur noch 80 Kilobyte groß. Das und viele andere Sachen haben wir leider alle mit zu tun. Und der letzte Punkt, Verläufe und Schatten als Grafik. Das ist absolut valide gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo CSS das vernünftig unterstützt hat. Jetzt sind Sachen, die man mit CSS vernünftig generieren kann, haben als Grafik nichts verloren. Ganz kurz als Einstieg, diese vier Punkte möchte ich heute abdecken. Der erste Punkt wären die CSS-Sprites, der zweite wären Icon-Fonts. Das wird dann auch sehr fließend in eine Retina-High-Res-Optimierung übergehen. Und danach will ich einfach noch ein paar Punkte ganz kurz anreißen als Anregung zur Vertiefung und zum Selbststudium. CSS-Sprites. Wer hat schon mal mit einer CSS-Sprite gearbeitet? Okay, schon relativ gut. Wer weiß überhaupt nichts mit einer CSS-Sprite anzufangen? Ich habe hier aus einem schönen alten Spiel namens Lemmings eine Sprite herausgenommen. Das ist in dem Fall keine CSS-Sprite, das ist eine Sprite aus einem Spiel. Aber die Grundidee ist die gleiche. Es sind mehrere Grafikelemente in einer einzigen Grafik drin, wo dann immer nur ein Ausschnitt dargestellt wird. Die Wikipedia-Definition der CSS-Sprite lautet wie folgt: CSS-Sprites bezeichnet eine einzelne Grafikdatei, die viele Symbole und Icons enthält. Diese zusammengefassten Grafiken fungieren als Sprites und dienen dazu, die Ladezeit von Webseiten zu minimieren. Die einzelnen Elemente dieser Gesamtgrafik werden mit der CSS-Eigenschaft Background Image und Background Position ein- bzw. ausgeblendet. Die Grundidee hinter einer Sprite ist, ich habe eine Sprite, die 1000 mal 1000 Pixel groß ist, habe meinetwegen ein Raster von 100 Pixeln angelegt und verschiebe über eine negative Background Position meinen Ausschnitt so, dass ich nur den Teil sehe, den ich sehen möchte. Zu dem Video, was ich am Anfang gezeigt habe, hier eine CSS-Sprite angelegt, um das Ganze zu optimieren. Man sieht dort, ich habe mich dafür entschieden, ein Raster mit Hilfslinien von 100 Pixel anzulegen, habe dort meine einzelnen Elemente hinterlegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Stift haben möchte, den schwarzen Stift haben möchte, mache ich eine Background Position, die es um 100 Pixel nach unten verschiebt und um 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 500 Pixel negativ nach links verschiebt. So habe ich dann nachher nur noch den entsprechenden Pfeil. Ich persönlich benutze bei meinen Projekten, wenn ich eine Sprite habe, in der Regel eine Trennung zwischen einer PNG-Sprite, wofür wir hier die Vorlage sehen, und einer JPEG-Sprite, wenn es sich ergibt. Die JPEG-Sprite hat einen soliden Hintergrund, hat eine kleinere Dateigröße, hat aber keine Halbtransparenzen. Die halbtransparente PNG-Sprite ist ein bisschen größer. Die brauche ich an der Stelle nur da, wo ich wirklich nicht weiß, was für einen Untergrund ich habe oder wenn es vielleicht wirklich ein Bild als Untergrund ist. So. Die Vorteile einer CSS-Sprite ist, ich habe beliebig viele Farben. Das betone ich an dieser Stelle, es wird gleich bei den Icon-Fonts entsprechende Einschränkungen geben. Der größte Vorteil, und das haben alle gleich vorgestellten Techniken gemeinsam, ich habe weniger Dateiaufrufe. Vorher hatte ich, wenn wir jetzt hier einmal zurückgehen, die Folie, wenn ich das so geladen habe, spare ich mir an der Stelle ein Vielfaches an Dateiaufrufen. Allein in dieser Datei sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, also 22 Dateien, die ich an der Stelle nur für das Projekt brauche. Vorher hätte ich 22 mal alleine einen HTTP-Request abgefeuert, hätte 22 Bilder geladen. Ich nehme das immer als Beispiel, sehr schön. Die ausgelieferte Dateimenge ist die gleiche. Aber ich kann es mir sehr gut so vorstellen, mein Webbrowser ist ein Mensch mit zwei Händen. Ich kann zwei Dateien in der Hand nehmen. Ein Bild, zweites Bild. Nehme das Bild raus,
legst da drüben hin. Ich kann aber nur zwei Sachen gleichzeitig anfassen. Das heißt, jede Operation ist eine Operation, die Arbeit kostet. Ich kann aber auch genauso gut einen Aktenordner nehmen, wo meine 22 Bilder drin sind. Das ist auch wieder eine Operation. Das Teil ist zwar schwerer, aber ich habe die gleiche Operation. Und dadurch dauern halt einzelne Bilder sehr lange. Dateigröße ist kleiner. Das Flackern, was ich gerade gezeigt habe, ist weg. Die Nachteile: mit einer Sprite habe ich keine automatische Retina-Optimierung. Da gibt es ein paar Kniffe, komme ich später zu. Und eine Animation geht aber nur mit relativ viel Tricks oder sie ist gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig soll heißen, was man gerne mal sieht, ist, dass tatsächlich die Background Position nicht springt, sondern verschoben wird. Und dann sieht man auf einmal, wie das hellgraue Stift-Icon nach oben rausfährt und ein dunkelgraues von unten reinfährt. Finde ich nicht schön, ist Geschmackssache, ich bin kein Designer. Zu den Icon-Fonts. Hier habe ich einen Screenshot einer der bekanntesten Icon-Fonts reingebaut, Font Awesome. Wer hat Icon-Fonts schon mal im Einsatz gehabt? Wer hat schon mal individuelle Icon-Fonts im Einsatz gehabt? Da wird es schon ein bisschen dünner. Die Definition einer Icon-Font überspringe ich jetzt mal. Die ist nicht so ganz interessant. Zu den Icon-Fonts. Der größte Vorteil ist, sie sind vektorbasiert. Ich kann damit wunderschöne Spielereien machen. Ich kann die Größe wechseln bei einer Animation. Geht bei den Sprites auch, ist aber nicht schön. Ich kann Farbwechsel machen. Zwar wunderschöne Farbwechsel, wenn ich gleich die Zeit habe, zeige ich mal einen. Dateigröße ist wie bei allen wieder gleich, wieder klein. Die Nachteile einer Icon-Font. Sie ist nur einfarbig. Da kommen jetzt ein paar Einschränkungen. Einfarbig gilt an der Stelle nur für den einzelnen Teil. Man kann mit Techniken, die noch nicht alle Browser unterstützen, kann man ein Bild hinter die Schrift laden. Will ich nicht zu eingehen. Wer das recherchieren will, kann es machen. Stichwort fällt mir dazu jetzt nicht ein. Geht auf jeden Fall. Ansonsten bei den Tricks gibt eine schöne Font, die ich gleich auch noch kurz zeige. Die nennt sich Forecast Font von Icon Vault. Und dort sind Wetter-Icons angezeigt, wo man dann auch irgendwelche Thermo-Informationen darstellen kann. Wetter, Wolken, was auch immer. Lässt sich sehr schön trickreich machen, weil man einfach dann ein Element, ein Before, ein After-Element hat, hat man drei Farben. Ein weiterer Nachteil ist, man braucht mehrere Dateiformate. EOT für den Internet Explorer, WOFF für Chrome und Firefox, TTF oder OTF wird von allen modernen Browsern unterstützt ab Internet Explorer 9, Internet Explorer 9 bis 11 mit Einschränkungen. Und es gibt noch ein Format, was gerne auch bereitgestellt wird, die SVG-Font. Da ist die Browserunterstützung rückläufig. Chrome hat den Support eingestellt. Nur noch Safari und Safari Mobile unterstützen die SVG-Fonts. Dementsprechend brauche ich in der Regel die EOT für alten Internet Explorer, die WOF für Chrome und Firefox, die TTF oder OTF für alle restlichen modernen Browser. Schöne Beispiele für Icon-Fonts ist Font Awesome, hatte ich gerade schon einmal angeführt. Ligature Symbols ist ein anderes Beispiel, geht in eine sehr ähnliche Richtung wie Font Awesome, hat aber einen sehr schönen Ansatz, dass es Ligaturen benutzt. Die bekanntesten Ligaturen sind, dass man zum Beispiel ein Doppel-T, das ist, wenn der Schrift Ligaturen unterstützt, ein Doppel-T ist normalerweise zwei einzelne Ts. Mit einer Ligatur laufen die beiden T-Striche ineinander. Designer werden es besser kennen als der Programmierer in der Regel. Der Trick dahinter ist, dann steht da ein kleines Facebook. Das wird auch von Google ausgelesen. Wenn die Font geladen wird und funktioniert, wird das Ganze durch ein Facebook-Icon ersetzt. Wird leider nicht von allen Browser-Typen unterstützt. Sehr schöne Sache, das zeige ich auch gleich nochmal im Detail, ist Fontello. Zu Fontello alternativ gibt es dann noch Sachen wie Icomoon oder Icon Vault, die alle in sehr ähnliche Richtung gehen.
Dort kann ich mir eine Icon-Font wirklich mit wenigen Handgriffen individuell zusammenklicken. Hier habe ich eine Folie. Das ist aus einem unserer Projekte. Ich glaube, das ist an der Stelle aus urlaubsguru.de die Icon-Font gewesen. Dort habe ich mir einige Icons zusammengeklickt aus Fontello, wie zum Beispiel das Plus Circles oder Icon Kalender. Aber zum Beispiel die ganzen Landessilhouetten wie Country Irland oder Country France, ich mir komplett dann als SVG zusammen, da habe ich mir eine SVG besorgt, habe die in Fontello reingeladen und hatte eine individuelle Icon-Font. Das passende CSS dazu sieht dann so aus. Ich habe auf der linken Seite den generellen Teil, wo meine Icon-Font geladen wird und initiiert wird. Und auf der rechten Seite habe ich dann meine entsprechenden Teile, wo einfach nur der Content entsprechend gesetzt wird. Der nächste extrem wichtige Teil ist die Retina-Optimierung. Gerade unten ist es in dem Responsive Images-Part schon angeklungen. Die Verbreitung von Retina-Displays verbreitet sich immer weiter. Neue iPads, neue MacBooks, der neue iMac, die ganzen modernen Samsung-Flaggschiffe, alle haben ein hochauflösendes Display. Und wer schon mal irgendwelche Grafiken auf einem hochauflösenden Display gesehen hat, das sieht teilweise gruselig aus, wenn die nicht optimiert wurden. Welche Möglichkeiten haben wir für die Retina-Optimierung? Icon-Fonts. Responsive Images kam gerade unten als Punkt angeklungen. Media Queries sind ein extrem wichtiger Punkt. Was ich persönlich sehr gerne einsetze, was auch ein bisschen wieder in die Richtung des Vortrags von unten ging, WebKit Image Set ist eine ist eine nicht offizielle Spezifikation, die nur in WebKit und in Blink unterstützt wird. Aber sie wird im Endeffekt von allen MacBooks und von allen Apple-Geräten unterstützt. Die bietet mir die Möglichkeit, ohne irgendwelches Hexenwerk mit Media Query und Background Size und Ähnlichem, multiple Sprites für multiple Bildschirmauflösungen oder für multiple Pixel Densities zu hinterlegen. Und, was auch gerne einfach vergessen wird, schlicht und ergreifend eine SVG. Das wären so die wichtigsten Punkte, die man für die Retina-Optimierung beachten muss. Ich zeige gleich noch ein paar Beispiele. Ein paar Anregungen zur Vertiefung hätte ich hier auch noch. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich springe erstmal rüber. Das war ein bisschen. So, jetzt muss man irgendwie ausgehen. So, hier habe ich mal Fontello aufgemacht. Hier habe ich wieder eine Icon-Font aus einem unserer Projekte. Das ist an der Stelle von unserer erweiterten Suche. Man sieht hier unten, ich kann mir wirklich das zusammenklicken, was ich haben möchte. Es gibt standardisierte Icons von Fontellico, Font Awesome und alle x-beliebigen Icon-Fonts, die etwas bekannter sind, gibt es dort drin. Ich suche dann, ich kann hier suchen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte eine Lupe haben. Ich suche nach Search. Ja. So, hier ist jetzt gerade wahrscheinlich die Internetverbindung ein bisschen zu langsam, deswegen funktioniert es nicht. Hier oben ist der Punkt Custom Icons. Also die Frage an der Stelle war, ob man eigene Icons einbinden kann. Ja, man hat, alles was man braucht, ist eine SVG. Ich habe eine SVG, die ich mir von einem Designer mache. Ich lasse mir sie selber, mache sie selber. Ich lade mir bei Shutterstock eine entsprechende Vektorgrafik runter und speichere sie als SVG ab und ziehe sie nur mit Drag and Drop hier in diesen oberen Bereich rein. Und ich habe hier oben meine individuellen Icons. Man muss ein bisschen an der Stelle darauf aufpassen, dass der SVG entsprechend nach einer Konvention abgespeichert wurde. Er meckert, wenn die nicht richtig abgespeichert wurde. Und man sieht auch, dass das Icon irgendwie zerschossen ist. Da gibt es genügend Ansätze, wie man das optimiert. Ich bin kein Designer, deswegen will ich an der Stelle nicht in die Tiefe gehen. Nur kurz noch eine Alternative zu Fontello wäre auch noch Icon-View. Da kann man das auch direkt seine eigene SVG hochladen und da kann man es, glaube ich, auch noch direkt anpassen, wenn das eben jetzt irgendwie aus dem Rahmen springt oder so, dass man sagt,
die Positionierung kann man da auch noch ein bisschen. Kurz als Wiederholung, hier vorne kam gerade der Einwurf, Alternative zu Fontello ist iCommun, dass es dort mehr Optionen gäbe, dass man dort auch direkt Anpassungen der entsprechenden Icons machen kann. Bin ich an der Stelle persönlich überfragt, ich benutze iCommun nicht, ich habe mich irgendwann für Fontello entschieden. Sind beides definitiv valide Optionen. Hier habe ich noch die entsprechenden, ja, das ist nicht so interessant, hier habe ich nochmal die Sprite. Zu den Sprites gibt es generell Folgendes zu sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Sprite zu generieren. Ich persönlich habe mich irgendwann dafür entschieden, ich möchte die Kontrolle dafür behalten, ich mache die Dinger von Hand. Es gibt die Möglichkeit mit SAS, die komplett automatisiert zu generieren. Es gibt diverse Web-Tools, die einem anbieten, das zu generieren, dass man da einfach nur die Bilder hochlädt und bekommt eine Sprite-Datei und eine CSS-Datei zurück. Das ist definitiv Geschmackssache, hängt ein bisschen davon ab, was für Ansprüche man an die Sprite hat und auch wie viel zusätzlichen Markup man an der Stelle benutzen möchte. Das ist der Part. Hier ganz kurz nochmal die Forecast-Font, die ich gerade gesagt hatte. Hier gibt es dann diese schönen Spielereien, dass man hier wirklich mal eine dreifarbige Sprite hat. Oder nicht eine dreifarbige Sprite, ein dreifarbiges Icon. An der Stelle tatsächlich einfach nur darüber gemacht, dass es ein Element ist mit einem Before und einem After. Wunderschöner Trick. Sieht unheimlich schön aus. Ich habe es selber noch nicht benutzt. Ich habe noch nie den Bedarf danach gehabt, aber die Idee ist schön. Kann man mit Sicherheit irgendwo mal entsprechend ausschlachten. So. Mal hier kurz rein, Retina-Optimierung. Waren wir eigentlich mit dem Part durch. Ich gehe mal in die restlichen Folien rein. Anregungen zur Vertiefung. Die will ich definitiv nur anreißen. Und jeder sollte, wenn es ihn interessiert, das Ganze nutzen. CSS Minify kam vorhin auch schon im Vortrag unten, dass man eine CSS-Datei minifiziert und allen unnötigen Ballast rauswirft, den man nicht braucht. Data-URIs ist eine sehr schöne Sache, gerade für 404 Seiten und ähnliches, wenn man wirklich nur ein kleines, kompaktes Bild braucht. Und da also Data-URI gibt die Möglichkeit, ein Bild in HTML zu platzieren und mitzuschicken. Man kann die auch in eine CSS einbauen. Das heißt, wenn man eine Sprite hat, die nur 4, 5 Bilder beinhaltet, ist es durchaus ein valider Ansatz zu sagen, ich packe das in die CSS rein. Responsive Images, SVG-Sprites mit der Einschränkung, dass da gegebenenfalls die Unterstützung rückläufig ist. CSS-Animationen, CSS-Transitions, sehr, sehr schöne und sehr, sehr wichtige Sachen, gerade wenn es halt darum geht, irgendwo Flash zu verdrängen. Pointer-Events ist eine Technik, mit der man einem Element sagen kann, du bist nicht klickbar. Sehr schöne Spielerei. CSS-Gradients, hatten wir vorhin gesagt, im Farbverlauf muss kein Bild mehr sein. Eine Sprite-Animation mit Step. Da habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe dort mein Lemming, ich möchte mein Lemming laufen lassen, anstatt jetzt jeden einzelnen Background Position von Hand einzutragen, kann ich eine Sprite-Animation mit Step machen. Man kann nicht nur einen einzigen Box-Shadow sagen, man kann tatsächlich machen, man kann tatsächlich 50 Box-Shadows machen und kann dann einen Space Invader nur mit einem einzigen Div und unnötig vielen Box-Shadows machen. Dann CSS-Einheiten wie REM, Calc, VW, VH, VMin und VMAX. Das sind teilweise EM, werden die meisten kennen. REM wird schon bei den nächsten etwas dünn. Calc, VW, VH, oh, da fehlt übrigens ein V in der Folie. VMin und VMAX sind Größenangaben, die meisten vielleicht nicht unbedingt geläufig sein werden.
Vielleicht auch einfach, weil man es gewohnt ist, mit Pixel und Prozent zu arbeiten oder mit EM. Ganz wichtig an der Stelle wären meine Links an der Stelle. Meine persönliche Lieblingsseite und meine wichtigste Seite überhaupt, caniuse.com. Zeige ich einmal ganz kurz, wenn jetzt die Internetverbindung an der Stelle steht. Habe ich sie hier offen? Ja. Ich habe caniuse.com, ich gebe eine Technik ein, zum Beispiel VW. Ist eine CSS-Unit, um die 1% der Viewport-Width darstellt. So, und dann kann ich mir hier angucken, von welchen Geräten wird das Ganze unterstützt. Wenn ich sagen kann, okay, Internet Explorer 8 ist mir egal und Opera Mini ist mir auch egal, dann kann ich sagen, gut, sieht gut aus, kann ich benutzen. Ist ein unheimlich wichtiges Werkzeug. Ich sehe zum Beispiel bei unheimlich vielen Projekten, die ich irgendwo mal übernehme, immer noch bei Box Shadow die ganzen Vendor-Prefixes. Warum? Vendor-Prefixes für Box Shadow kann ich darauf verzichten mittlerweile. Internet Explorer kann es so oder so nicht und alle anderen unterstützen es ohne Vendor-Prefix. Von daher ist eine wunderschöne Seite, wo man einfach gucken kann, macht es Sinn, diese Technik, die ich irgendwo recherchiert habe, wo ich irgendwo drauf gestoßen bin, macht es Sinn, die einzusetzen oder nicht? Hat diese Technik die notwendige Verbreitung, die ich brauche oder nicht? Zurück zur Vorführung. Ansonsten CSStricks.com, Chris Coyer, absolut Koryphäe auf dem CSS-Bereich, korrigiert mich, einer der Mitgründer von CodePen, der Gründer von CodePen, danke. Mein persönlicher, absoluter Engel, was die CSS-Programmierung angeht, Lea Veroux, hat sehr schöne Ansätze drin und gehen wir gleich vielleicht nochmal darauf ein, wenn die Zeit ist. Gibt's einer meiner persönlichen Highlights ist Animatable. Ist einfach eine Liste mit diversesten Animationen, die man mit CSS machen kann. Einige sind einfach nur ein Proof of Concept. Andere habe ich in Projekte schon eingebettet. CSS-Präprozessoren. Die beiden größten sind LessCSS und SAS. Dazu kommt noch Post-CSS. Das sind die drei größten Spieler auf dem Markt. Es ist am Ende eine Glaubensfrage, welches man davon einsetzt. Ich persönlich habe mich irgendwann mal für Less entschieden und Never Change a Running System. Ich habe bis jetzt keinen Bedarf gesehen, umzusteigen. Forecast Font habe ich gerade auch noch gesagt. Und auch eine Sache, die jetzt nicht zwingend was mit der CSS-Generierung zu tun hat. Generate WP ist auch eine absolute Empfehlung, gerade wenn es nachher um den WordPress, um WordPress-Theme, WordPress-Plugin-Entwicklung geht. Eine weitere Empfehlung wäre an der Stelle nachher um 14.45 Uhr gibt es noch den Lightning Talk von Friedhelm Oja zu SCSS. Es war nicht abgestimmt, dass der auch Zaubertricks heißt. So. Die ist zu früh. Ich wollte noch ganz kurz einmal ein kleines bisschen Less zeigen. Less an sich ist im Endeffekt, jede CSS-Datei ist eine Less-Datei. Less erweitert, oder auch jeder der anderen Präprozessoren erweitert CSS durch etwas, was einem fehlt. Variablen, die ich hier oben habe. Oh, ihr seht das noch gar nicht. Genau. Variablen. Ich habe, das ist jetzt hier aus einem von unseren Projekten, aus Prinz Sportlich, eine Less-Datei. Ich habe dort meine Variablen, die ich definiere und durch das Projekt hindurch. Ich habe auch in der Regel eine Helper-Less, da springe ich jetzt mal rein. Da habe ich zum Beispiel solche Standardsachen drin definiert. Wofür soll ich mir immer das Facebook-Blau, das Twitter-Blau, das Google-Plus-Red, das YouTube-Red oder alles Mögliche rausziehen? Habe ich eine Datei, die ich durch alle Projekte hindurchziehe und dann auch nach Bedarf aktualisiere, habe ich
diverseste kleine Helfer drin, die ich dann regelmäßig benutze. Hier unten, mit, wenn auch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Fehler, habe ich das Webground Image Set. Zusätzlich zu dem Fallback, dass ich ein normales Background Image nochmal hinterlege, hier Webground Image Set, dort hinterlege ich eigentlich nur genau das gleiche, was ich bei einem Background Image habe, nur halt mit den kleinen Ergänzungen 1x und 2x. Dadurch habe ich zwei Sprites, eine für High-Res, eine für Low-Res. Das kann ich auch einmal ganz kurz auf der Live-Seite zeigen, wenn ich sie jetzt gerade auf die Schnelle finde. Da habe ich sie. Hier auf der Seite habe ich nämlich beides drin. Ich habe hier sowohl ein Sprite hinterlegt, als auch, dass ich dort eine Icon von hinterlegt habe. Die Sprite ist hier oben im Logo. So, dann müssen wir mal eben das Ding hier andocken, sonst ist das ein bisschen zu platzintensiv. So, ich habe hier meine Sprite. Ich habe das einmal in der normalen Auflösung für normale Displays, sieht es hier unten, und einmal in der höheren Auflösung für ein Retina-Display. Das ist die gleiche Datei, nur dass sie zweimal abgespeichert ist. Der will jetzt gerade nicht mehr die andere anzeigen, ist auch zweitrangig. Hier habe ich es tatsächlich dann so gemacht, dass er mir die Background Position entsprechend verschiebt. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist das Standard, ist die Standardgrafik, deswegen ist es dort sehr langweilig. Da passiert nämlich nichts. Interessant wird es, wenn ich jetzt auf das iPhone umschalte. So, einmal neu laden. Und, oh, jetzt ist die Internetverbindung. Lange Rede, jetzt ist er da. So, an der Stelle lädt er natürlich jetzt auch die Grafik neu, weil ich in den Developer Tools das ausschalte, dass er mir das sagt. So, und hier habe ich nämlich jetzt das, was ich gesagt hatte mit der Background Position. In meiner Sprite habe ich eine Version der Grafik hinterlegt für Desktop und eine Version der Grafik für Mobile. Und hier verschiebe ich dann entsprechend mit der Background Position minus 500 die Grafik. Wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen schiebe, sieht man, wie meine andere Grafik wieder dann zur Erscheinung kommt. Der andere Punkt, den ich vorhin schon angeregt hatte, ich kann mit einer Icon-Font kann ich Animationen machen, die mit allem anderen nicht möglich sind. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt über den Pfeil fahre, bei dem Weißen einen Farbwechsel von Weiß nach Blau und bei dem Pfeil genau in die andere Richtung. Diesen schönen, sauberen Übergang kriegt man mit einer Sprite so ohne Probleme nicht hin. So, ich glaube, dass wir jetzt auch dann zum Ende kommen. Der erste Punkt, da müsste ich jetzt nochmal in die Folie davor. Fragen. Meine Fragenfolie ist an der falschen Stelle. Fragen. Ja. Ich habe zwei Fragen. Das erste ist, Fontello, oder was ihr einsetzt, dann geht ja dann veröffentlichen mit dem Wartung um, dass viele von den Schriftstücken, die es gibt, eine Art Verbindung verlangen. Wo macht ihr die denn rein? Die Frage war die rechtliche Problematik bei Fontello, dass die Fonts eine Attribution bedarfen. An der Stelle nutzen wir Fontello primär dazu, tatsächlich eigene Icons einzubinden. Von daher haben wir uns dieser rechtlichen Problematik an der Stelle bis jetzt nicht stellen müssen. Die Frage bezüglich der SVGs war, warum ich da so wenig eingegangen bin. Schlicht und ergreifend, weil man mit dem Vortrag als solches einen ganzen Tag füllen könnte und den habe ich leider nicht. Eine Frage hätten wir noch? Keine Frage mehr? Dann danke ich für die Zeit. Dann kommt die letzte Folie. Wer mich erreichen will, erreicht mich unter christoph.daum@unique.de. oder auch über meine private Homepage christophdaum.de. Nicht vergessen, wenn ihr die ohne Bindestrich einreicht, kommt ihr auch bei so einem unbedeuteten Fußballtrainer raus. ansonsten bin ich auch noch ein Weilchen hier und stelle mich gerne persönlichen Fragen.